1 ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Guten Morgen zusammen, hallo. Guten Morgen. Faeser hat ihre Haltung zu den Grenzkontrollen geändert. Erst war sie dagegen, nun ist sie dafür. Wann lag sie denn aus Ihrer Sicht richtig? Ja, beide Male komplett falsch. Wir haben hier Protagonisten in einer neuerlichen und ich weiß nicht der wievielten Migrationsdiskussion, für die es leider keine Obergrenze gibt. Seitdem der Kontrollverlust, ganz böse Paranoia, eigentlich eine psychologische Dimension, gepredigt wird in den Medien und von Politikern und Politikerinnen, die Protagonisten sind eben die Bundesinnenministerin Faeser, Spitzenkandidatin in Hessen, da ist Wahlkampf. Der Big Boss aus Bayern, Ministerpräsident Markus Söder, der also eine neue Obergrenze oder Richtzahl oder Integrationsgrenze will, Rückführung, Grenzschutz, keine Sonderaufnahmeprogramme und weniger Bürgergeld für Zuwanderer, da ist Wahlkampf. Und dann mischt sich noch ein, der Herr Kretschmer aus Sachsen, der diese stationären Grenzkontrollen will zu Polen und Tschechien. Die Bundesregierung müsse sich da eben bewegen. Und völlig überraschend, nächstes Jahr Sachsen Wahlkampf. Also die drei Protagonisten dieser jetzt aufgeschäumten oder kochenden Debatte sind welche, die da durchaus auch über ihr eigenes politisches Schicksal ringen. Und der Anlass war ja nun die neuerliche große Zahl von Flüchtlingen auf Lampedusa. Und die kamen alle aus Tunesien. Wenn man sich jetzt Tunesien anschaut, dann hat die EU soeben mit Tunesien ein sogenanntes Migrationsabkommen geschlossen. Das folgt dem Beispiel der Türkei, ob man das gut oder schlecht findet. Die tunesische Regierung bekommt sehr viel Geld, über 100 Millionen und eine Zusage für einen IWF-Kredit, wenn sie künftig wie Erdogan den Zöllner macht. Eine ihrer Reaktionen darauf war, dass tunesische Milizen Flüchtlinge aus der Hafenstadt Sfax, wo sie nach Lampedusa übersetzen wollen, in die Wüste zu Libyen oder Algerien gebracht hat, wo sie verdursten. Das ist ja mal ein Hinweis auf die Frage, ob Tunesien möglicherweise ein sicheres Herkunftsland für Flüchtlinge ist. Und in dieses Konzert kam nun noch hinein gutes Schlauchbootwetter zwischen Sfax und Lampedusa. Das sind 180 Kilometer. Wer tut sich das schon an? Aber in einer Notsituation, wo auch der letzte Schlepper und der letzte Flüchtling weiß, diese Tür ist bald zu, ist es einigermaßen logisch, dass eine solche Situation entsteht. Also von Kontrollverlust keine Rede. Das ist eher eine mutwillig herbeigestümperte Notlage. In dieser Debatte hört man so viel. Der FDP-Generalsekretär wirft den Grünen vor, sie seien ein Sicherheitsrisiko für das Land. Die beiden sind zusammen in der Bundesregierung. Der CDU-Chef empfiehlt dem SPD-Kanzler, die Grünen rauszuschmeißen und mit der CDU weiterzumachen. Herr Küppersbusch, kann diese Debatte eigentlich noch eingefangen werden? Nee, nicht mehr. Das ist der Versuch, sich auf Kosten der Not von Flüchtlingen in verschiedenen Wahlkämpfen zu profilieren. Es arbeitet ja alles, wenn man genau hinschaut, mit der Hypothese, dass wir nicht in der Lage wären, Menschen, die hierher kommen, zu integrieren. Das wäre eine sehr böse Nachricht, auch für Friedrich Merz, auch für Michael Kretschmer, auch für Markus Söder, weil wir händeringend rumlaufen und Fachkräfte suchen, wie alle anderen europäischen Länder auch. Und diese ganze Geschichte, einerseits Fachkräfte zu suchen und andererseits bis zur Waffengewalt hin, Menschen aus dem Land halten zu wollen, funktioniert ja nur, wenn man sagt, unser Bildungssystem ist Schrott. Denn sonst könnten wir ja Menschen, die hierher kommen, ausbilden. Unser Wohnungsbau ist Schrott, denn sonst hätten wir ja Platz für die Menschen, die hier hinkommen. Das heißt, man geht davon aus, dass diese Missstände herrschen in der Bundesrepublik und dass man sie weder ändern kann noch will und stattdessen lieber den Migranten auf den Kopf kloppt, die man eigentlich gerne haben möchte. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.